meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu Part 3 unserer Wikinger-Serie. Ich freue mich so, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Vorgabe fürs heutige Video war, dass wir einen Hintergrund in Erd- und Grüntönen schaffen. Dazu habe ich ganz tolle Farben vorbereitet. Wir arbeiten heute mit Oxidschwarz, mit Goldocker, mit Omberbraun. Ich habe hier ein bisschen ein helleres Braun, das ist ein Mix aus Omberbraun und Weiß, viel Weiß. Dann haben wir Saftgrün und noch eine Nuance heller Saftgrün mit Titanium-Weiß gemischt. Okay, ihr Lieben, das sind unsere 6 Farben, die wir jetzt für den Hintergrund verwenden. Ich habe Selectivator nur in meiner schwarzen Farbe und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt los. Ich beginne nach und nach unsere Farben zu schichten. Ich beginne mit Schwarz. Gefolgt von unserem selbstgemischten Cappuccino Braun. Gefolgt von Saftgrün. Weiter geht's mit Omberbraun. Das ist so ein richtig schöner, schokoladiger Braunton. Finde ich auch sehr schön. Die nächste Farbe, die wir schichten, ist unser Goldocker. Und unser helles Grün. Grün und Gelb geht auch immer so gut zusammen. Von vorne, Oxidschwarz, Cappuccino Braun, Saftgrün, Dunkelbraun oder Schokobraun, Goldocker. Und ein bisschen was von unserem hellen Grünton. Und noch einmal, ich beginne mit Oxidschwarz. Gefolgt von unserem Cappuccino. Gefolgt von unserem Ocker. Also ihr seht, ich variiere die Farben ein bisschen. Schokobraun und noch einmal beide Grüntöne. Zuerst das dunklere Saftgrün und ganz zum Schluss noch das hellere Saftgrün. Okay. Ich weiß, mein Becher ist dunkel, aber tatsächlich habe ich leider keinen anderen in der Größe. Ich habe hier gut 650 ml Farbe. Die brauchen wir auch für unsere 50x50 Leinwand. Ich zeige euch das trotzdem mal. Ich hoffe, ihr seht diesen schönen Farbverlauf, den wir in unserem Becher geschaffen haben. So, okay, meine Lieben, es ist Zeit, Handschuhe anzuziehen. Gleich wie bei Part 1 und 2 werden wir heute die Flipcup-Methode anwenden. Wir werden später noch mit der Heatgun drüber gehen, um schöne Zellen zu zaubern. Bei Part 2 hat das so gut funktioniert. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Ich verlinke euch das Video gerne hier oben oder am Ende des heutigen Videos. Also wünscht mir ein bisschen Glück, dass es heute auch wieder so ein Meisterwerk wird. Also ihr seht, unser Becher ist voll geleert. Und 3, 2, 1, flip. Ihr könnt schon sehen, die ersten Zellen bilden sich schon. Das ist toll, das ist immer ein super gutes Zeichen. Und wie in all meinen Flipcup-Videos sage ich auch hier, lasst eurer Farbe ein bisschen Zeit zu sinken. Wir haben hier schon gut Farbe in unserem Becher. Wichtig ist mir immer bei dieser Technik, dass ich mir alle meine schönen Farben und Schichten, die wir gerade geschaffen haben, halten kann. Und deswegen gebt dem Becher einen kleinen Augenblick. So, soweit, so gut. Ich werde nun den Becher in einer halbkreisförmigen Bewegung abziehen. Und dann schauen wir mal, was sich darunter verbirgt. Den
Rest von unserer Farbe lasse ich hier noch rauslaufen am Rand. Das wird später unserer Farbe ein bisschen helfen, sich besser zu verteilen. Außerdem möchten wir nichts verschwenden. So. Okay, also diesen Part hier finde ich schon mal super, super spannend. Aber ich bin mir sicher, hier drunter verbirgt sich auch noch ganz viel tolle Farbe. Okay, also ihr könnt sehen, unser Becher ist leer. Nun ist es an der Zeit, das ganze Bild ein bisschen auszudehnen. Ich möchte mir diesen Part in der Mitte, möchte ich mir unbedingt erhalten. Okay. Ihr könnt sehen, ich hole die Farbe wieder zurück, die ich mir halten möchte. Die Grüntöne gehen toll miteinander. So weit, so gut. So, also die Farbkombo finde ich schon mal toll. Das hier ist eine Kombination, die man einfach nicht so oft sieht. Ich finde, wie sich die Grün- und die Brauntöne miteinander verhalten, finde ich wirklich schön. Aber das soll es natürlich noch nicht gewesen sein. Ich habe euch Zellen versprochen, die sollt ihr auch kriegen. Ich benutze heute dafür meine Heatgun. Okay, Freunde, nicht vergessen, die Heatgun stellen wir nicht auf die höchste Stufe. Ich stelle sie auf Stufe 4 von 6. Dann ist immer noch wichtig, haltet die Heatgun ungefähr 20 cm über eure Leinwand und Finger weg vom Gebläse. Wird heiß, weiß ich aus eigener Erfahrung. Also gut, drückt mir die Daumen.
der Arbeit mit der Flipcup-Technik müsst ihr immer beachten, dass euer Silikonöl, was ihr eurer Primärfarbe beigesetzt habt, immer ein bisschen braucht. Es braucht auch ein bisschen Wärme und ein bisschen Zeit, um zu platzen. Während wir uns hier unterhalten, gehen hier überall noch kleine Zellen auf. Das ist aber völlig normal. Da müsst ihr einfach ein bisschen Geduld haben. Aber ich meine, das Ergebnis spricht für sich, oder? Das ist eine meiner allerliebsten Lieblingstechniken, wenn es um einen Hintergrund geht oder auch so schon. Das Bild macht so im Rohzustand auch schon super viel her. Ich finde, die Grüntöne kommen gut raus, die Brauntöne kommen gut raus und es sieht schon sehr nach Erde aus. Nun ist noch ganz wichtig, meine Lieben, dass ihr hier guckt bei runden Leinwänden. Als kleinen Ratschlag kann ich euch noch geben, wenn ihr auf runden Leinwänden arbeitet, covert mit eurem Finger wirklich noch einmal die Ränder. Runde Leinwände sind einfach anders gespannt als rechteckige oder viereckige Leinwände. Da darf schon ein bisschen Mut zur Farbe haben. Wir wollen ja später schließlich keine nackten Stellen an unseren Rändern. Soweit, so gut. Das war Step 1. Für mich ist es jetzt an der Zeit, dieses Schätzchen gut austrocknen zu lassen, dass wir dann mit unserem Kompass weitermachen können. Für euch geht's viel schneller. Wir sehen uns in ein paar Augenblicken wieder. Bis gleich. Und 9 Tage später sehen wir uns wieder mit meinem getrockneten Kompass-Hintergrund. Ich habe ihn wirklich gut austrocknen lassen. Und nun ist es an der Zeit, dass ich mit euch gemeinsam unsere Kompass-Schablone ausfülle. Ich werde sie hier noch ein bisschen festtapen. Zum Ausmalen meiner Schablone habe ich mich für Amsterdams Perlweiß entschieden. Das ist die Nummer 817, eine ganz tolle Farbe. Diese habe ich auch in Part 1 verwendet und die Bilderserie soll einheitlich werden. Deswegen greifen wir heute noch einmal zu dieser Farbe. Okay, ich habe einen Pinsel, ich habe mein Perlweiß und dann legen wir los. Wie ihr gut erkennen könnt, spare ich nicht an unserer perlweißen Farbe. Ich habe die Schablone gut festgeklebt, deswegen kann ich auch hier großflächig mit meinem Pinsel über die Schablone gehen. Im besten Fall passiert nichts und im schlimmsten Fall muss ich ein bisschen nacharbeiten. Der Unterschied zwischen Perlweiß und Titaniumweiß von Amsterdam ist schlichtweg, dass unser Perlweiß super schimmernd ist. Je nachdem, wie die Lichtreflexion auf das Bild fällt, schimmert es ein bisschen in verschiedenen Farben und es ist schlichtweg einfach nicht so kühl wie Titaniumweiß. Und deswegen habe ich mich für diese Bildserie, für diese Farbe entschieden. Ebenso wollte ich eine Farbe wählen, die sich von unseren drei Hintergründen Feuer, Wasser, Erde ein bisschen abhebt. Sinn ist es immerhin von dieser Bildserie, die Wikingerrunen leuchten zu lassen. Ihr könnt sehen, ich bedecke wirklich die ganze Schablone mit Farbe. Ich möchte später schöne, scharfe Kanten, wenn ich sie abziehe, deswegen spare ich nicht an Farbe.
Meine Lieben, ich werde es jetzt ein bisschen schneller machen für euch, damit euch nicht langweilig wird. Und dann sehen wir uns gleich zum spannendsten Part der Serie, wenn wir die Schablone entfernen und unser fertiges Ergebnis sehen. Bis gleich! Ich bin so bereit, wie man nur bereit sein kann dafür. Drückt mir die Daumen. Zuerst löse ich unser Tape. Okay. Und jetzt vorsichtig von oben nach unten. Ich möchte immer noch, dass es handgemalt bleibt, deswegen werde ich hier gar nicht mehr viel verschönern. Nur diesen Rand hier möchte ich noch ein bisschen ausbessern. Dazu nehme ich mir einfach ein bisschen grüne Farbe, einen kleinen Pinsel. Ihr könnt gut sehen, ich covere wirklich nur hier ein bisschen die ausgelaufene Farbe. Wie gesagt, es soll immer noch ein gemaltes und kein gedrucktes Bild sein. So, mehr möchte ich jetzt hier überhaupt nicht mehr verschönern. Das Einzige, was ich im Nachgang noch machen möchte, ist, unser Bild mit einer dünnen Schicht Epoxidharz zu versiegeln, damit es für die Ewigkeit hält. Und jetzt kommt mal ein bisschen näher ran und schaut euch mal die Details an. Sobald hier die grüne Farbe aufgetrocknet ist, wird man keinen Unterschied mehr sehen. Und unsere Runen sind wirklich toll sichtbar. Ich finde es ganz schön, dass es nicht wie gestempelt aussieht, sondern wirklich wie handgemalt. Ich muss sagen, ich finde es echt toll. Und somit endet auch unsere Wikinger-Serie. Ich hoffe, euch hat sie genauso gut gefallen wie mir. Ich habe mein ganzes Herzblut da hineingesteckt. Ich fand es toll, mal was anderes zu machen. Wenn ihr künftig nichts mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen. Und für heute bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.